Luna, ich hab's dir doch gesagt. Ich kann's nicht fassen, Nina. Ja, aber jetzt freu dich doch einfach mal. Matteo ist immer noch voll verliebt in dich. Aber ich kann das nicht verstehen. Er verhält sich so merkwürdig. Warum sagt er, Gaston hat die Choreografie gemacht und nicht er? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es zählt nur, was er über den Kuss gesagt hat. Es ist doch offensichtlich, dass er noch immer sehr viel für dich empfindet. Wozu willst du noch mehr Beweise? Ich bin unsicher. Matteo hat mir so oft gesagt, dass das mit uns nichts wird und dass ich ihn vergessen soll. Wieso kann er mir denn nicht sagen, was er wirklich fühlt? Naja, das musst du ihn schon selbst fragen. Ja, ist schon gut. Simon, dann haben sich Luna und Matteo geküsst und du hast es mir nicht erzählt? Ich hab's auch nicht gewusst. Aber das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid die besten Freunde und erzählt euch sicher alles. Und Luna ist deine beste... Oh nein. Ist Luna nicht mehr deine beste Freundin? Was soll's? Du hast ja immer noch mich, hab ich recht? Ich kann dir alles erzählen, alles, was du willst. Und auch, was du nicht willst. Jasmin, gehen wir. Wir haben eine Verabredung. Oh, aber ich rede doch gerade mit meinem neuen besten Freund. Ja, das mag sein, aber ich brauch dich. Ich muss auch los. Delphi? Geht's darum, dass Luna und Matteo sich geküsst haben? Nein, wen interessiert das schon? Ich rede grundsätzlich nicht mehr über Luna. Ah, weil du immer noch auf Matteo stehst. Jasmin? Aber natürlich nicht, Jasmin. Matteo ist Geschichte und Lunita ebenso. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was mich aber wirklich nervt, sind die Kameras von Vidia. Wahnsinn, jetzt kriegen alle mit, was sie echt null angeht. Wie zum Beispiel diese blöde Knutscherei. Naja, alle, aber vor allem du, oder? Und was machst du jetzt? Werdet ihr schon sehen. Die Geschichte mit Luna ist echt abgefahren. Und wie geht's jetzt weiter? Wie sieht's aus, Ramiro? Ich bin gerade nicht in der Stimmung für deine Pantomime, was ist also. Die Kamera ist doch im Eimer. Was redest du denn da? Die Kamera ist nicht kaputt, die funktioniert. Achtet einfach nicht darauf, bitte. Was soll das heißen, die funktioniert? Die funktioniert. Hier. Was? Nein. Du. Nein. Das bedeutet, dass. Das bedeutet, das ganze Roller weiß jetzt, dass du Luna geküsst hast. Nein. Das ist die Exklusivmeldung des Jahres. Nein. Mein Glückwunsch. Nein, verdammt, du hast gesagt, die funktioniert. Wie? Nicht. Aber das Sie ist nicht kaputt. Entschuldige, sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, Matteo. Wenn du deine Beliebtheit steigern wolltest, war das ein Treffer. Alle posten jetzt, dass du Luna geküsst hast. Tatsächlich hat sie sich das gerade angesehen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das hat mir noch gefehlt. Also, Senora Sharon wollte eigentlich sagen, dass die Valentes mit ihrem Einzug in die Villa ein großes Problem gelöst haben. Und ich muss ihr beipflichten. Bevor sie hier waren, fiel es uns schwer, kompetentes Personal zu finden. Und seitdem sie hier sind, hat sich das Verhalten des Personals gebessert. Wir hatten großes Glück. Und die Tochter, dieses Kind ist ein Sonnenschein. Sie hat so ein fröhliches Wesen. Sie ist immer gut aufgelegt. Und dieses zauberhafte Lächeln. Ich weiß gar nicht warum, aber sie erinnert mich an dich und Lili, als ihr Kinder wart. Sie haben viel Fantasie, Senor Alfredo. Das ist allerdings wahr. Und ich wage es zu bezweifeln, dass du dich an unsere Kindheit erinnerst. Wir haben dich doch nie zu Gesicht bekommen. Da geht's nicht um Quantität, sondern um Qualität. Ein Tag mit mir zählt so viel wie ein Monat mit vielen anderen. Sicher. Deshalb bist du auch 2 Jahre verschwunden, ohne dich verabschiedet zu haben. Hast du nichts Besseres zu tun, als in der Vergangenheit zu wühlen? Aber natürlich. Jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Ich dachte, du wolltest, dass wir hier zusammen sind. Und hier bin ich. Ich bitte um Verzeihung. Sollten Sie nicht mit Ihren Reha-Übungen beginnen, Senor Alfredo? Dieses Kostüm wird dir fantastisch stehen, Nina. Das ist der absolut neueste Schrei, der Wahnsinn. Ich liebe es. Die ganze Welt wird dich bewundern, glaub mir. Und dir kann ich auch eins sagen, dein Kostüm wird auch himmlisch aussehen, Luna. Vielen Dank, Mora. Übrigens, von dem Kostüm habe ich genaue Vorstellungen. Dieses Kleid, es gehört meiner Mutter, also... Oh. Was für eine Kreation. Einfach genial. Och, ich liebe diesen Edelkitsch. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich mache es hier ein bisschen kürzer, hier etwas enger, hier trenne ich die Nähte auf, ja, hier, damit es etwas weicher fällt. Na, was meinst du? Und die Schleife lassen wir, hm? Ja, klingt großartig, das wird toll. Ja? Ich muss los. Warte, Luna, wo willst du denn hin? Nina, ich muss mit Matteo reden. Wieso denn jetzt? Weil ich keine Sekunde länger warten kann. Okay, aber
Vergiss bloß nicht die Kameras. Kamera hier, Kamera, du hast Kamera gesagt, habe ich genau gehört. Was ist mit den Kameras, nein, Nina? Nein, was ist mit den Kameras? Ich habe nichts gesagt. Ich kenne dich, also versuch nichts zu verheimlichen, sonst lese ich die Kommentare und dann weiß ich's. Gut, ich sag's ja schon. Dank Vidia haben alle mitgekriegt, dass Luna und Matteo sich geküsst haben. Sie haben sich geküsst? Was sehen überall. Alle bekommen mit, was wir hier sagen. Vorsicht! Wenn sie meine Technik verwendet hätten, würde man alles nein, viel besser sehen. Nein, 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 ich will dieses Vidia nicht und ich will auch die ganze Technik nicht und ich will nicht darauf achten müssen, was wir hier reden. Ich habe mir was überlegt. Ich nehme die Kostüme lieber mit in mein Atelier und nähe sie da fertig, hm? Ja, ja, ist eine gute Idee. Und vergiss ja nicht, Papa mitzunehmen. Ja, Nina, komm mit, Ricardo. Wollte ich dich noch ganz kurz was wegen Vidia fragen. Nein, Papa, ich will nicht also, was ich eigentlich reden. Sagen wollte, mir ist vor allem um die Funktionsweise der Plattform. Technik, jetzt, lass mich doch mal ausreden. Also der Kuss von Luna und Matteo, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist doch Trending Topic, hab ich recht. Na los, abmarsch, Ricardo. War das jetzt im weltweiten Netz oder war das nur lokal? Was denn? Trending Topic.